Mein Name ist Peter Bauhaus, bin Goldschmied und lebe in München. Mein Atelier ist am Stiegelmeierplatz. Mein Verhältnis zum Spuck hat sich erst aufgebaut im Laufe der Zeit. Für mich war es eine Möglichkeit, eine kreative Ausbildung zu machen, ohne dass ich in dem Moment geplant habe, wirklich dabei zu bleiben. Das war eher so eine Idee, zunächst eine handwerkliche Ausbildung zu machen und dann noch was ganz anderes zu studieren. Ich habe dann in Hanau eine Ausbildung zum Goldschmied gemacht, an der staatlichen Zeichenakademie. Und bin dann nach einer Zeit in München als Goldschmied arbeitend an die Akademie gekommen und habe dort mein Akademiestudium 6 Jahre lang verbracht. Das war für mich immer wichtig, mir Dinge auszudenken und irgendwelche Sachen herzustellen, die von denen man vielleicht zuerst denkt, das geht gar nicht. Als Goldschmied mache ich aber auch Objekte, die gar nicht mehr die Schmuckdimensionen haben, sondern viel größer sind. Gefäßobjekte, die, und das ist eigentlich gemeinsam mit meiner Schmuckarbeit, sich immer mit dem Gießen auseinandersetzen. Um ein Objekt zu gießen, muss es mit dem Wachsbaum verbunden sein. Das sind die Wachsstäbe, die ich einerseits brauche, um ein Stück mit Material zu verbinden. Also es werden ja sozusagen als Kanäle hinterher die Zuflüsse für das Metall. Und bei komplexeren und dünneren Stücken habe ich das Problem, man muss genügend Metall anbringen an die Arbeit, an das Stück, dass es ausfließt. Und unter anderem bei diesen Stücken auch, dass es eine gewisse Stabilität bekommt. Das sind die ersten etwas komplexeren Gussarbeiten und sind eigentlich ganz wesentlich für die weitere Entwicklung von meiner Arbeit. Sie können mal da reinschauen, da sieht man, die Arbeit ist aus 800er Gold, das heißt, es ist eine Goldlegierung mit 20% Kupfer. Und was eben an dieser Reihe, die Schaumgold heißt, speziell ist, dass die im Inneren ein ganzes Netzwerk von Kanälen hat, die einerseits notwendig sind, um das Stück zu gießen, und andererseits die Technik halten und drittens einfach Teil der gesamten Konzeption von dem Stück sind und logischerweise auch drin bleiben. Man kann es auch gar nicht mehr unterscheiden, was ist eigentlich technische Notwendigkeit und was ist das eigentliche Stück, die eigentliche Arbeit. Das wird natürlich auch Teil der Arbeit. Ist es wirklich so, dass das Nebeneinander der verschiedenen Metalle so faszinierend ist. Einerseits natürlich Gold, was ich aber auch nur begrenzt einsetzen kann. Aber ich möchte ja nicht nur mit Gold arbeiten. Es ist schon schön, auch gerade jetzt mit Bronze auch im Schmuck zu arbeiten oder mit Kupferlegierungen und die Farben auszuprobieren und dann aber wieder Gold. Das ist für mich eine ganz spannende Sache, so groß zu werden. Ich meine, ein Bildhauer, der normalerweise sehr große Skulpturen macht, würde sagen, es ist ein ziemlich kleines Objekt, aber für einen Goldschmied ist es schon eine ganz schön große Arbeit. Am Schluss kommt es aus den Händen raus und es ist vielleicht so, wie wenn man versucht, einen Kieselstein selber zu machen. Ja, also das Ergebnis ist eigentlich logisch und es muss genau stimmen, aber wie man das macht, gibt es keine Kriterien, keinen Kriterienkatalog. Und trotzdem finde ich es nicht gefühlsmäßig. Es ist irgendwann ein Wissen, dass es stimmt. Ja? Aber ich spüre eigentlich fast mehr, als ich sehe, ob die Form stimmt. Ja? Also hier zum Beispiel habe ich jetzt noch nichts gemacht, kein Strichlein. Also hier sollte ich noch ein bisschen was wegnehmen, dass da der Verlauf stimmt. Ja, das ist das Probestück, was ich gestern vorbereitet habe, um mal die Materialstärken rauszufinden. Also am Schluss müssen wir auf eine Materialstärke zwischen 3 und hier hat es ein bisschen mehr, das sind fast 6 mm, also das ist eine ganz gute Stärke. Die sollte man wieder erreichen, denn was ich vorhabe, ist, dass es keine weiteren Angüsse gibt und deshalb muss die Materialstärke stark genug sein, dass das ganze Metall durch die Materialstärke durchfließen kann. Und den Schnitt, das wissen wir eigentlich auch ganz gut, das auszuprobieren,
Da sieht man auch, wie der Verlauf ist, ja? Also wie es nach oben dünner wird. Das ist schön, dass einem das Material da so hilft, so eine Harmonie in einem Verlauf hinzukriegen. Das sieht eh keiner. Ja, mein Name ist Otto Künzli. Ich bin der Leiter der Klasse für Goldschmiedekunst an der Akademie der Bildenden Künste in München. Peter Bauhus hat hier viele Dinge entwickelt und vorangetrieben und auch die Dinge natürlich da schon den Grundstein gelegt für die Dinge, für die er heute bekannt ist. Ich habe 1993 bis 1999 studiert und dann im Jahr 2000 im Januar das Diplom gemacht. Das war eine Zeit mit viel Ausprobieren. Es war eine Zeit, die, wie ich hinterher festgestellt habe, es ging eigentlich nahtlos über in das freie Schaffen. Denn man hat keine große Verpflichtung. Es gibt die Klassenbesprechung, es gibt all die Möglichkeiten, die man hat an der Akademie, Kurse zu belegen, aber man muss nicht. Es liegt beim selber, sich das zu nehmen, was man braucht. Die meiste Zeit war dann eben hier in der Werkstatt, so wie es hinterher auch, oder im Atelier, wenn man sagen will, die Zeit an den Arbeiten zu verbringen. Eine andere sehr wichtige Schiene in der Arbeit von Peter Bauhuis sind seine Gefäße. Dazu ist vielleicht auch interessant zu sagen, dass in München hier um die 90% der Studierenden sich nicht mit Gefäßen beschäftigen. Er hat das aufgegriffen und hat insbesondere hochgezogene, also mit dem Hammer geformte Gefäßschalen gemacht, aber auch schon gegossene solche Schalen, die er dann nochmal penetriert hat und Wachs eingeschüttet hat und in einem An- und Hinein- und Durchschmelzverfahren sozusagen eine zweite Legierung, ein anderes Material da hineingießt und so auch die Füße des Gefäßes dann gestaltet und schafft. Das ist eine schon fast Erfindung, die er da gemacht hat. Das ist einmalig, da ist eine große Spitze. Diese Gruppe von Arbeiten, die habe ich im Gegensatz zu vielen anderen Gefäßen gleichzeitig gegossen. Das heißt, ich habe zwei Metalle gleichzeitig in die Form eingegossen und da entsteht dann je nach Oxidationsfarben so ein wirklich malerisches Ergebnis. Das ist Feinsilber und Sterlingsilber, das ist ein 800er Silber und Messing und habe dann eben mit diesen Variationen gearbeitet, mit den Möglichkeiten, die mir die Metalle da geben. Und einerseits natürlich wieder auf die Formen zurückgegriffen, die mir immer im Kopf umgehen, sehr bauchige, runde Formen. Und habe dann aber irgendwann festgestellt, jetzt irgendwann fängt das an, sich aufzusplitten. Plötzlich fangen die an, also zerreißen tun sie wirklich noch nicht, aber da passiert schon so eine Art Zellteilung. Bin ganz gespannt, was da eigentlich weiterhin passieren wird. Es war eine schöne Gelegenheit, dass die Arbeiten gerade dann fertig waren, als der Donnerpreis ausgeschrieben wurde. Das ist jetzt nicht eine Arbeit, die man jetzt speziell für so einen Wettbewerb herstellt, sondern zumindest arbeite ich nicht so. Das ist ein beständiges Weiterarbeiten und dann ist es sehr schön, wenn sich sowas überschneidet. Und also ich war froh, dass es sich so überschnitten hat und ich dann die Sachen einreichen konnte und natürlich sehr froh, dass man dann auch noch so lobend erwähnt wird. Eigentlich könnte man jetzt den Gipskern in Wasser tauchen, damit keine Luftblasen aufsteigen im Wachs. Ja, also außerdem macht es noch dazu, kommt, dass die Form abkühlt. Aber das geht auch reich, weil er relativ frisch ist, auch wenn ich ihn jetzt hier einsprühe mit Wasser. Das heißt, die wird etwas dicker, die Schicht, die erste Wachsschicht. Deshalb muss es feucht sein. Okay, jetzt können wir eigentlich
das Wachs aufbauen unten. So, Pfeffer. Ich habe schon seit 2-3 Jahren eigentlich in dem Thema Versuche gemacht, hatte nach den anfänglichen großen Erfolgen dann plötzlich eine Phase von fast einem Jahr, wo fast gar nichts mehr ging. Also das war so ein Anfängererfolg. Und danach sind die Metalle nicht mehr zusammengeflossen oder sie haben sich so sehr vermischt, dass es eine neue Legierung gibt. Und dann eigentlich mit diesen Arbeiten ist es auf ein Stadium gekommen, wo es wirklich wieder gut zeigbar ist. Also ein zweiter Anlauf gewissermaßen. Jetzt mache ist, dass ich mal reinschneide, um mal zu sehen, wie dick der hier an der Stelle ist. Ja, das ist tatsächlich dünner als ich dachte. Da werden wir jetzt sogar noch mal eine Schicht zwischendrin eintauchen, bevor wir die Füße dran machen. Könnte das sagen, man muss immer genau überlegen, wann einem der Prozess hilft und wann man dem Prozess helfen muss. Ja, manchmal ist es stimmiger, wenn man kleinere Interventionen macht und ganz allein macht es sich ja eh nicht. So, jetzt schauen wir mal. Es gibt zwei Angusse, also zwei der Beine wird zu einem Anguss führen und eins zu einem anderen. Und es wird dann eben mehrere Arbeiter brauchen, der Gießer und sein Helfer, oder ich weiß nicht, ob ich mitmache, aber wahrscheinlich macht er das selber, und gleichzeitig die Metalle eingießen. Für mich ist das Handwerk eine wichtige Grundlage einerseits und andererseits auch ein Quell großer Befriedigung, indem ich die Dinge alleine machen kann. Also ich ganz alleine verantwortlich zu sein und alleine von Beginn bis zum Ende für das Stück, für die Arbeit zuständig zu sein. What's happening with the flame? Das geht aus. Von Anfang an bin ich oft angefragt worden, ja, warum hast du mal deine drei Füße? Es hat auch mit einer gewissen Art des Minimalismus zu tun, denn weniger als drei Füße geht nicht, da fällt das Ding um. Bei diesen Experimenten, das trifft es zwar nicht ganz, aber geht es mir doch auch oft darum, ich nehme mich da auch zurück und viel weniger geht oft gar nicht, aber trotzdem muss ich natürlich die Form gestalten. Also ich versuche sehr einfache Formen zu machen. Ich bin nicht gewohnt. Normalerweise arbeite ich mit 0,4 mm beim Schmuck. Und jetzt hier sind es 6 mm, also muss man eigentlich anders arbeiten. Ein feister Kerl wird das. Jetzt tauschen wir. Okay. So. Wir sind hier in Neuburg an der Donau, das ist das obere Tor. Und was man nicht denkt, ist, dass da drin ein Kurs stattfindet, nämlich der fürs Goldschmieden an der Sommerakademie in Neuburg.
8 Leute haben sich eingeschrieben und mehr geht auch wirklich nicht in den Räumlichkeiten. Ganz unterschiedliche Menschen, von Studentinnen bis zu ambitionierten Hobbyisten. Eine schöne Mischung, auch altersmäßig ganz erfreulich. Das ist eine ganz spezielle Situation, für so eine kurze Zeit so intensiv zu arbeiten. Und eben auch, weil die Leute so unterschiedlich sind und sich so gegenseitig befruchten können. Manche mit viel beruflicher Erfahrung, andere ganz ohne Erfahrung kommen, die aber dann durch Glück oder Intuition oder eben einer ganz anderen Erfahrung zu Ergebnissen kommen, wo man so richtig voneinander lernen kann. Am Anfang haben wir verschiedene Übungen gemacht. Die eine war, mit Wachsplatten zu arbeiten und in relativ kurzer Zeit 30 Modelle herzustellen. Und eine Methode ist eben sowas, bei dem man einen einfachen Ring knetet oder formt aus einem weichen, aber geht auch genauso gut aus einem harten Material. Und den dann so in Gips einbettet, das ist die ganz schnelle Variante, dass man eine Abformung machen kann. Das gibt es in ein Gefäß hinein, das man dann mit Gips ausgießt. Das ist dann sozusagen der erste Schritt. Sobald der Knet raus ist, kann man hier flüssiges Wachs reingießen und gleich wieder rausgießen und hat dann eine hohle Ringform. Das ist das, was wir hier gemacht haben. Exemplarisch, das ist natürlich relativ kräftig. Aber im Prinzip ist das gleiche Verfahren, wie in der Bildhauerei auch große Skulpturen gemacht werden. Und bei Gefäßen, das ist so eine Gefäßform, kann man das gleiche Verfahren auch anwenden. Wir brauchen ja die Wachsformen, die jetzt hier meistens aus diesem roten Flüssigwachs entstanden sind. Und die werden dann an sogenannte Gussbäume angebaut, aufgebäumelt, wie wir gesagt haben, und dann eingebettet, ausgeschmolzen und dann in die Form eingegossen. Und das ist so ein Gussbaum, bei dem schon alles entfernt ist. Also hier hingen dann die ganzen Stücke dran. Zum Beispiel diese Probestücke. Na, der wäre jetzt hier zum Beispiel da dran gewesen. Das sind die verschiedenen Farben, die wir hier vergossen haben. Verschiedene Silberlegierungen, Kupfer, Alpaka, Messing, kein Gold leider. Also viele Möglichkeiten. Ja, mein Name ist Franz Mendling, ich bin 46 Jahre alt. Persönlich war ich 20 Jahre bei der Bundeswehr als Berufssoldat und Jetpilot und bin jetzt Leiter von dem Eurofighter-Simulator hier in Neuburg. Und ich habe zwei ganz liebe Mitarbeiter, die gehen jetzt in den Ruhestand. Und bei uns bei der Bundeswehr früher war es so, wenn jemand geht, bekommt ein Abschiedsgeschenk. Und da kam ich auf ein Modell, eine Gürtelschnalle, das Zeichen vom Eurofighter hergenommen und ihre Initialen, Lothar Brenzer, mit eingearbeitet. Ja. Da habe ich einen Teil gemacht, also alles, was ich hatte, verschiedene Legierungen, 333 bis 57er, alles Gold zusammengeworfen und habe ein Medaillon gemacht. Es ist noch sehr stumpf, noch nicht sehr poliert. Aber das ist auch alles drin, was wir zu Hause in der Schublade hatten. Stempel kann ich keinen drauf machen, weil ich habe keine Ahnung, wie viel, welches Gold es ist, was rauskommt. Und der Rest, was da nicht übrig geblieben ist, habe ich dann da reingegossen. Und das hat sogar mehr mit Silber aufgegossen. Ja. Das Gießen ist der Höhepunkt. Also jedes Mal, ich habe jetzt selbst dreimal gießen dürfen, drei verschiedene Güsse. Gut, dann schalten wir die Maschine ein. Und jetzt kommt der spannende Moment. Man hat Metalllegierung auf über 1000 Grad, mir steht schon wieder Gänsehaut auf. Und alles geschieht innerhalb von 2 Sekunden. Dann ist es vorbei. Ja? Und das ist dieser spannende Moment, der, ich glaube, jeden Goldschmied, auch den Peter, jedes Mal noch begeistert. Er hat mir erzählt, vor jedem großen Kuss ist er nervös, kann er die Nacht vorher nicht schlafen. Okay, gehen wir. Es schaut gut aus. Also, nicht erschrecken, die Kohle ist drauf. Weitergießen. Wieder haben wir es vergessen. Wir sind vielleicht Spezialisten. Aber
Schaut gut aus. Das technische Know-how ist Teil der Ausbildung. Man muss die Schmelzpunkte lernen und lernt durchs Machen, wie die Materialien sich verhalten, je nach Werktechnik. Aber also so eine Art ästhetisches, inhaltliches Know-how, das ist was sich langsam erst aufbaut. Auch so ein Gefühl für Gewicht. Ich hatte hier eine Assistentin, die auch so ein Wachsmodell gemacht hat für sich selber. Und ich habe das Wachsmodell genommen, na, ich glaube, das ist ein bisschen zu schwer. Und sie konnte es gar nicht nachvollziehen, dass es jemand einfach nur vom Fühlen hat. Und es war gerade ein guter Freund von mir da, auch ein Goldschmied. Und wir haben das dann, sie hat das eigentlich nur bestätigt. Ja, das ist zu schwer. Und sie, dieses selbstverständliche, nicht fassbare Wissen, sondern das so aus der Hand kommt, aus dem Verständnis fürs Material, das dauert lange. Meine Freundin ist auch Goldschmiedin, aber das ist eigentlich gar kein Problem. Das sind ganz unterschiedliche Welten. Das sind manchmal ähnliche Fragestellungen, bei denen wir uns auch schön helfen können. Und oft sind es ganz andere Fragestellungen, mit denen wir rangehen an die Arbeit. Und da habe ich kein Problem mit und sie auch nicht. Wir sehen uns nicht in einem Wettbewerb, weil wir ganz andere Bereiche mit unseren Arbeiten versorgen. Und auch inhaltlich sehen wir da keinen Wettbewerb. So, jetzt sind wir in der Gießerei Niedermeyer. Die Gießerei Niedermeyer gießt große Arbeiten, gießt Kunstarbeiten. Weltbekannte Künstler haben hier gießen lassen. Das Schöne ist eben, dass der Herr Niedermeyer so flexibel ist und sich auf Dinge einlässt, wo andere sagen, geht nicht, haben wir noch nie gemacht, könnte jeder kommen. Deshalb, ja, das ist eine sehr angenehme Zusammenarbeit und jetzt bin ich mal gespannt, was das Ergebnis ist. Ja, also mein Name ist Robert Niedermeyer und ich bin seit 25 Jahren in dem Betrieb, habe das gelernt bei meinem Vater und bin eigentlich durch meinen Großvater schon in der Tradition der Gießerei groß geworden. Und es macht halt immer noch Spaß und jetzt machen wir halt immer unsere Arbeiten so, wie es reinkommen. Das Besondere bei uns ist, dass man mit Künstlern zu tun hat. Die Herausforderung, das war einfach, weil er wollte, dass man mit zwei verschiedenen Metallen gleichzeitig gießt. Und das ist ja auch eine gewisse Problematik, auch vom Schmelzofen her. Ich habe das Wachsmodell, was wir zusammen ja gemacht haben, habe ich letzte Woche hierher gebracht. Mittlerweile ist es eingebettet worden und das Wachs ausgebrannt. Und in den Hohlraum gießen wir dann unsere zwei Metalle ein. Deshalb sehen wir auch zwei Eingusstrichter. Und das Metall ist schon im Ofen. Ich bin ziemlich aufgeregt, weil da entscheidet sich in ganz kurzer Zeit, ob es das wird oder nicht. Du musst bei mir putzen. Ja, das ist natürlich praktisch. Los, auf geht's. Ist schon da. Ich bin ja, wie man der Sprache auch anhört, Schweizer, und den Schweizern sagt man immer einen sehr speziellen Humor nach. Aber ich denke, der Peter Bauhuis hat fast so ein bisschen was von einem Schweizer Humor. Eines der bekannten Stücke in diese Richtung ist ja der sogenannte Fussel. Das ist ein ganz kleines Schwammteilchen in Gold gegossen, was man dann hier so auf die Schulter stecken kann. Und was eine ähnliche Verwirrung auslöst, wie wenn man jemandem gegenüber sitzt, der so hier ein bisschen Spaghetti-Soße oder Mayonnaise hat, also eine unglaubliche Irritation. Und es endet oft darin, dass die Leute das wegwischen wollen und dann bleiben sie daran noch hängen, können sich sogar daran ein bisschen verletzen, nicht arg. Aber das ist so ein typisch Peter Bauhuis-Teil. Also das ist so ein versteckter, feinsinniger Humor. Na, ich habe einen Fussel an, das Zusammengekochte vom Schmuck ist sozusagen in der kleinsten Form zu sehen und ist im Begriff der Kommunikation, weil man wird sofort darauf angesprochen.
Ja, also so, entschuldigen Sie, ich habe da was. Sie haben da was. Und dann kommt das Erstaunen, dass das vielleicht sogar aus Silber oder aus Gold ist, was da zunächst für einen Dreck gehalten wird. Und ist eine Brosche, ja. Die Galerien stellen einfach das Bindeglied zwischen dem Künstler und dem, der am Schluss das Schmuckstück tragen soll, da. Und deshalb sind sie sehr wichtig. Ich zeige zeitgenössischen Schmuck, sogenannten Autorenschmuck. Und möchte ich dazu sagen, dass ich die Spitzenvertreter unserer Genre zeige, international. Also, was er fertig bringt, ist wirklich einmalig. Seine Legierungen, welche Farben er zaubert, wie ein Schamane. Und dann auch diese minimalistische Form, logisch denkend. Also, dass er netter Mensch ist, vergessen wir jetzt. Die Arbeiten sind einmalig. Ich habe von ihm diese wunderschöne Kette an, da brauche ich gar nicht über seine Arbeit reden. Es glänzt nicht, das ist matt, das ist nicht aufdringlich, das ist keine Kette, was man in den Juwelenladen findet. Ich bin irgendwo auf einem ganz guten Weg und habe die Hoffnung, dass es weiter Leute finde, die sich so sehr für meine Dinge begeistern, dass sie sie selber auch haben wollen. Und ich denke, da bin ich auf einem ganz guten Weg. Tja, nochmal machen. Und da, ja, da haben wir halt jetzt einmal in den Regen gelangt. Okay. Wenn es auch von der Farbe her super war, aber da kriegen wir jetzt nichts dafür, gell? Das stimmt. Ja. Es ist offensichtlich ein Teil der Einbettmasse gewandert. Aber warum und wie das dann genau da läuft, ist eins der Rätsel dieser Gießtechnik. Wir haben jetzt hier Bereiche, die nicht ausgeflossen sind, weil da die Einbettmasse war. Und wir haben Bereiche, wo sich eine Mischung aus Einbettmasse und Metall an der Oberfläche abgesetzt hat. Dass sich hier oben so eine leichte Fahne bildet, ist relativ normal, das wäre kein Problem, das würde man wegmachen. Ansonsten bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Teil. Wir haben einen Bereich, da ist mehr Bronze und einen Bereich, da ist mehr Messing. Man kann jetzt sagen, da ist ein Fehler gemacht worden. Das muss einfach nochmal machen. Es passieren beim Gießen die Dinge.